Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein Video, welches mich als Opfer outet. Und zwar bin ich ein Instagram-Beauty-Video-Opfer bis zum Abwinken. In letzter Zeit oder schon seit längerem schwirrt dort nämlich ein Beauty-Tool herum, von dem ich mir gedacht habe, so, ja, ob das wirklich etwas bringt, ob das überhaupt was Gutes ist oder nicht oder wie auch immer. Aber auf den ganzen Videos sieht es immer sowas von überzeugend aus, sodass ich gedacht habe, okay, jetzt kaufe ich mir das einfach. Und das habe ich hiermit auch getan und ich habe das jetzt schon auch ausprobiert. Es handelt sich nämlich um den Comedo Suction Beauty Device Sauger. Das ist auf jeden Fall dieses typische Porensauger-Ding, also sowas hier. Und das hält man sich einfach so an die Haut ran und damit sollen angeblich alle Mitesser verschwinden. Und Mitesser und ich, wir sind gute Freunde seit meiner Pubertät und die gehen auch nicht von alleine weg. Ich muss da wirklich regelmäßig beigehen, irgendetwas damit machen. Und mit irgendetwas meine ich halt ausdrücken, also ganz knallhart gesagt einfach, ja, so circa ein, zweimal im Monat an meinem Schminktisch, hoffe, dass keiner reinkommt und bin da wirklich so am Ausdrücken. Und es ist einfach keine schöne Sache, weil hinterher merke ich, dass die Haut gespannt ist. Zwei, drei Tage später, das kann ich mir schon im Kalender einstreichen, pellt meine Haut auch, weil ich sie damit überlaste eigentlich mit diesem, ja, mit dieser Gewalt, die ich eher antue und allem drum und dran. Und ich habe es halt einfach nicht so sehr drauf. Und an manche Stellen kommt man auch wirklich sehr, sehr schlecht dran. Und ich war ja auch schon mal bei einer Kosmetikerin ab und zu, aber die hat auch nicht irgendwie alle rausbekommen. Und da war ich auch so ein bisschen enttäuscht. Aber da habe ich mir ja gedacht, wenn es sowas hier gibt, das wäre ja richtig gut, wenn das halt funktioniert. Also wenn damit wirklich die Poren frei werden. Das Ganze kommt in einem Set und ich finde auch in einer praktischen Verpackung. Also da kann man eigentlich gar nicht sich beschweren, meiner Meinung nach. Ich werde mich jetzt einmal abschminken. Dann mache ich ein Dampfbad. Dafür nehme ich mal einfach so einen ganz einfachen Topf, packe etwas warmes Wasser rein, Tuch drüber. Und das werde ich einfach machen, damit sich die Poren so ein bisschen öffnen. Und dann sind wir perfekt vorbereitet für diesen Schritt hier. Hier habe ich jetzt also einmal heißes Wasser und das dampft ordentlich. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann. Und abgeschminkt habe ich mich auch schon. Und ja, wer mich kennt, weiß, ich habe gemuggelt. Meine Augenbrauen sind noch drauf. Die habe ich mir mal gegönnt für dieses Video noch. Ich mache das jetzt einmal so ungefähr für 10 Minuten. Länger will ich das auch gar nicht aushalten. Ich hasse nämlich Dampfbad nehmen. Das macht mir gar keinen Spaß. Und dafür einfach das Handtuch drüber. Und über den Top. Oh, das waren jetzt circa 10 Minuten. Ich glaube, das reicht auch. Ich halte es auch nicht mehr länger aus. Das ist so anstrengend. Wasser tropft mir auch vom Kinn runter. Und dann würde ich sagen, kann schon damit losgehen. Also ich mache den einmal an und dann gehe ich auf die erste Stufe, die reicht locker aus. Wirklich, das ist genug. Und dann setze ich ihn einfach an und zwar mit dem mittelgroßen Aufsatz und ziehe nach unten. Das Wichtigste ist, Leute, dass ihr immer in Bewegung damit bleibt. Nicht auf einer Stelle. Ich hatte hier zum Beispiel beim ersten Mal einen Pickel, habe das auf der Stelle gemacht und das war einfach nur so ein Fehler. Das war so dumm von mir. Aber, ne, lasst es euch gesagt haben, macht es nicht. Und ich fange jetzt einfach mal an. Oh ja, da kommt was raus. Ich glaube, ich höre euch auch direkt einmal gleich näher heran. Oh. Dann jetzt also herzlich willkommen in meinem Gesicht. Und jetzt mache ich es einmal wieder an, auf die Stufe 1. Und hier könnt ihr nochmal sehen, wie sehr das halt ansaugt. Es nimmt so richtig die Haut mit rein und ich gehe jetzt einmal weiter über die Nase. Es ist so eklig, was da rauskommt. Zeige ich euch dann gleich auch nochmal. Ja, ich glaube, hier sieht man es auch nochmal perfekt. Hier immer wieder auf den Spiegel runter gucken, weil ich ja keine blauen Flecken kriegen möchte. Auch hier an der Stirn immer in Bewegung bleiben. Ich habe halt auch hier überall Mitesser. Man kann es jetzt schon ganz gut sehen, es rötet sich ja sehr, sehr schnell. Okay, jetzt war ich hier, glaube ich, zweimal über eine Stelle. Das war ein bisschen blöd. Also achtet darauf, dass ihr nicht zu oft über Stellen geht. Und es war jetzt erstmal auch schon hier vorne so die Stirn. Mehr mache ich da auch gar nicht. Ich nehme jetzt noch einmal so einen kleineren Aufsatz. Ich denke mal, ich nehme mir jetzt einfach die kleinere runde Öffnung. Es gibt ja auch noch diesen Schlitz. Den nehme ich erstmal nicht. Der passt sehr gut in die Seitenflügel von der Nase. Und ich habe auch schon direkt für mich eigentlich festgestellt, dass ich mehr auf der Nase vertrage von diesem Sauger als auf der Stirn. Und das kann man auch eindeutig sehen gerade. Was ganz witzig ist, jetzt passt so langsam mein Gesicht zu meinen Wangen, die ja eh gerötet sind durch meine Rosatia. An Kinn gehe ich auch gerne mit dem kleineren lang. Und hier ist auch meine Haut sehr empfindlich, deswegen einmal nur über eine Stelle und das reicht dann eigentlich schon und da kommt auch schon was raus. Bei meiner Nase, weil die relativ
3D ist, würde ich mal behaupten. Ich habe halt keine süße, flache Nase, sondern meine steht halt ab. Ist es für mich ein bisschen schwieriger, auf den Nasenrücken was zu fassen zu bekommen, aber dafür quetsche ich das Ganze so ein bisschen nach oben und dann kriege ich das besser zu fassen. Ich mache es einmal kurz aus. Was schon mal ein Riesenvorteil an dem Gerät ist, ist, dass ich keine Risse auf der Nase bekomme. Das habe ich ja sonst immer. Die Nase hat sich immer nach dem Ausdrücken mit den Fingern, ich glaube so 2-3 Tage, nachdem ich das gemacht habe, immer gepellt. Und das habe ich halt hiermit bisher gar nicht gehabt. Und das finde ich halt schon mal wirklich ein Riesenvorteil. Und ich sehe auch schon hier, das ist mir echt ein bisschen blöd gewesen, da war ich zu sehr zugange. Und jetzt könnt ihr euch ja langsam mal vorstellen, wie ich ausgesehen habe, halt als ich es das erste Mal benutzt habe. Das war viel zu viel von allem auf einer Stelle. Also immer, immer, immer in Bewegung bleiben. Mach's dann jetzt noch einmal etwas stärker. Es ist so ekelhaft, was da rauskommt. Was übrigens auch noch sehr gut funktioniert, ist die Staubsaugertechnik, würde ich mal sie nennen. Ich halte es dann auch nochmal so ein bisschen gespannt und dann gehe ich nicht nur runter, sondern auch wieder rauf und nochmal runter. Also auf einer Stelle und ich sehe das richtig, es kommt nochmal mehr raus. Aber auch da halt sehr, sehr vorsichtig, nicht zu viel auf einer Stelle. Hier einmal die versprochene Nahaufnahme. Leute, das alles war in meinem Gesicht drin. Das ist so widerlich. Ich bin so froh, dass ich das Ding benutzt habe und das ganze Zeug rausbekommen habe. Es ist so ekelhaft. Das ist jetzt also mein Gesicht nach der Behandlung und man sieht, es ist gut gerötet und ich habe einen Fehler gemacht, der ist einmal hier zu sehen, das ist definitiv zu viel gewesen und ich war auch an dieser Stelle zu viel dran und das solltet ihr vielleicht auch beachten. Hier ist die Haut extrem dünn, seid da sehr, sehr vorsichtig und ich bin ja auch Brillenträgerin und ich habe sie heute auch den Tag über getragen. Deswegen glaube ich halt auch, dass diese Stelle so ein bisschen überreizt wurde heute von mir. Aber okay, das ist in maximal 1 bis 2 Tagen alles weg. Und hinterlässt auch keine blauen oder violetten Flecken, was auch schon mal nicht schlecht ist. Der nächste Schritt ist Heilerde. Hier habe ich extra eine, die auch für die Haut sehr gut geeignet ist. Das ist halt feiner gemahlenes Pulver. Und das gebe ich mir jetzt einmal ins Gesicht. Ich habe hier so eine Mische gemacht. Ich habe gar nicht genau geguckt, wie viel Anteile Erde und Wasser das waren. Ich mache das immer, bis es halt so eine schöne Maskenkonsistenz hat, so wie hier. Also bis es so leicht nach Schlamm aussieht, dann ist es perfekt. Und das gebe ich mir jetzt einmal ins Gesicht und das lassen wir dann auch noch einmal einwirken. Die lasse ich jetzt einmal trocknen und sehe in der Zwischenzeit ganz besonders schön aus. Die Maske ist jetzt also fest. Ich kann auch gar nicht mehr richtig reden. Aber was ich noch zu der Heilerde-Maske sagen wollte, ist, dass sie quasi auch nochmal das hier nur in natürlicher Form ist, weil sie einfach diese Eigenschaft hat, dass sie halt auch nochmal saugt, dadurch, dass sie trocknet. Und das ist halt sehr, sehr gut für die Poren. Kann ich euch nur weiterempfehlen, dass ihr halt das auch noch direkt einmal nach dem Sauger so benutzt. Ich mache das jetzt einmal ab und dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache, die ich dann mache und dann sind wir auch schon durch mit dem Programm. Die Maske ist jetzt also ab und das Gesicht fühlt sich auch richtig schön glatt an. Und was ich jetzt immer noch ganz gerne mache, ist einmal mit so einem Rosenwasser übers Gesicht gehen. Da bin ich auch total das YouTube-Opfer, das hat irgendwie jeder in letzter Zeit. Und ich habe es einfach mal ausprobiert, weil ich sowieso kein festes Gesichtswasser hatte. Ich habe immer wieder verschiedene ausprobiert. Aber ich muss sagen, dass dieses hier wirklich sehr zart ist und sehr angenehm auf der Haut. Und das riecht auch gut, finde ich. Das gebe ich einmal auf so einem Wattepad. Und dann gehe ich einmal noch so übers Gesicht. So, und das war es dann auch schon erstmal für diese gesamten Sachen, die ich mir noch ins Gesicht hinterher schmiere. Was man nach wie vor sehen kann, ist viel, viel zu lange, zu doll auf dieser Stelle hier gewesen, als auch hier. Das sieht man eindeutig, aber ich mache es ja selten. Ich lerne mit jedem Mal auch dazu, wo ich gut aufdrücken kann, wo ich welchen Aufsatz benutzen muss. Das ist mit jedem Mal halt etwas besser, würde ich mal behaupten. Aber ich bin dann wirklich froh, dass es halt etwas gibt, was das so raussaugt und wo man halt nicht immer rumdrücken muss. Das macht eh keinen Spaß, wer macht das schon gerne. Und dementsprechend kann ich euch dieses Gerät nur weiterempfehlen. Und Leute, denkt daran, dass es halt nach jedem Mal wirklich richtig gut reinigt. Also hier drin ist dann etwas. Und in dem Aufsatz ist natürlich auch der ganze Schmatterkram drin und das sieht so eklig aus. Und ich bin einfach nur froh, dass es aus meiner Haut raus ist. Und damit würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich kann euch das Gerät nur weiterempfehlen. Es ist wirklich gut und ich glaube, es kostet so um die 30 Euro, also was super günstig ist. Es ist genug Zubehör dabei, es ist ein Behälter dabei, es sind Ersatzaufschlussteckdinger dabei, so eine Filter und sowas alles. Es lohnt sich wirklich meiner Meinung nach und einfach das Ergebnis spricht auch für sich.
Und ich finde es halt wirklich gut, dass es sowas gibt. Und ihr wisst ja, ich habe ja dieses Rosacea hier im Gesicht und ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden damit und natürlich gehe ich nicht über diese Stellen im Gesicht. Da würde ich es niemals benutzen auf den Wangen. Die Haut hier ist sowieso schon gereizt bis zum geht nicht mehr. Aber halt Nase, Stirn, T-Zone, dort, wo ich halt meine Probleme mit den Mitessern habe, für die Stellen kann ich es nur wärmstens weiterempfehlen. Und dementsprechend kann ich nur sagen, top Gerät. Ich bin mit dem Ergebnis super zufrieden und ich hoffe, dass euch das Video auch gefallen hat. Wenn ihr bisher überlegt habt, euch das zu holen, macht es ruhig, damit könnt ihr nichts falsch machen, meiner Meinung nach. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann schon im nächsten Video wieder. Muah.